Zack. Gleich hab ich dich. Nein, bisschen Gas haben wir jetzt, ich aber leider kein Feuerpfeil oder sonst was. Sehen. Ich hab keine Zeit für Spielchen. Ja, was ist denn mit dem Vogel los? Achso, der wollte ausrasten ein bisschen, oder was? Ah, der wollte also einfach nur ein bisschen ausrasten. Ich bin hinter dir. Können wir eigentlich... Das frage ich mich. Wenn hier jemand wäre, hätte ich ihn längst gefunden. Halte die Augen auf... Oh, was war das? Eindringling! Komm. Na komm. Bist du sicher? Wir müssen ja jetzt ein bisschen an uns vorbei. Wie wär's denn damit? Ich werde dich... Komm lieber raus, jetzt habe ich dich. Hey. Ah, super. Ist über. Oh, Alter. Es tut mir echt leid, Leute, aber irgendwie will nicht so richtig hier alles laufen, wie ich das will. Ich zucke bei jedem irgendwie muss ich den Typen hier zusammen wegkriegen. Ich probier's mal so. Will da jemand Ärger? Sieh nach, was das war. Ist da wer? Hallo? Ich muss den Typen hier weglocken, aber wie? Der will einfach nicht weg. Ich könnte schwören, ich habe was gehört. Ich wünschte, diese verfluchte Nacht wäre vorbei. Wie soll ich es bloß angehen? Wir haben jetzt hier zwei Gegner. Und der eine blockiert uns direkt den Weg, wo wir durch müssen. Das stimmt nicht. Das ist das Problem, dass der Typ da vorne steht, hier ums Eck. Da ist er. Und ich weiß nicht, wie ich ihn wegkriegen soll. Ich glaube, wir können auch nicht an ihm vorbeisprinten. Dieb! Stopp! Nee. Da haben wir leider keine Chance. Alter, wie geht das hier? Das ist ja echt ein bisschen krass gerade. Okay, nochmal überlegen. Ich gehe nochmal hier rüber. So. Ich zucke bei jedem Geräusch zusammen. Oh, nee, der darf mich auf keinen Fall sehen. Mal überlegen. Kommen wir vielleicht hier hoch? Nein. Das wäre auch wahrscheinlich zu leicht. Auf den Balken zu laufen. Naja. Oder? Kommen wir vielleicht doch da hoch? Hier so? Nee, keine Chance. Oh, hier sind Glassplitter. Ist natürlich schlecht. Oh, der eine hat uns fast komplett gesehen. Der hier. Ah, noch sagt er nichts. Und er ist wieder ruhig. So müde. Hoffe ich zumindest. Wie sollen wir an denen vorbei? Das ist die Frage. Ich probiere es mal folgendermaßen. Ich speichere mal und... Ich muss mehr schlafen. Mal da hinten... da hinzuwerfen. So, und während wir jetzt... Finde dich! Zack. An allen vorbei. Sieh dich um. Hier ist kein Platz für deinesgleichen. Langweil so. Mich nicht. Kämpfe! Ich hoffe, das ist einigermaßen okay hier. Hast du Angst? Versuchen wir noch ein bisschen... Ah, leider können wir die nicht sehen mit der Fokussicht. Kommst du hier nicht lebend weg? Oh, der Vogel ist ruhig, hoffe ich. Hast gut, er hat sich beruhigt. Der Vogel ist ruhig. Soweit, so gut. Wenn ich finde, kommst du hier nicht lebend weg. Doch, ich komme hier lebend weg. Verstecken nützt gar nichts. Ganz sicher. Dieser Ort ist so zu verlockend. Halte deine Augen da sehen wir es. Die sind noch alle ein bisschen gelb. Das heißt, noch haben die es nicht aufgegeben, uns hier zu finden. Spüre ich. Ich hoffe, die kommen hier nicht runter. Dann kriegen wir nämlich ziemlich schnell ein großes, großes Problem. So, wir könnten uns aber fürs Erste hier verstecken. Ist auf jeden Fall erstmal eine Möglichkeit. So, speichern. Ganz wichtig. Und ich gehe mal auf diesen Pfeil hier. Auf den Betäuben-Pfeil. Nur notfalls. Ich fühle mich man nicht weiß besonders. Ja nie. So, kommt jetzt hier einer? Nein, wo? Und übrigens würde ich mal... Wobei? Würde ich das jetzt ausprobieren? Ne, jetzt probiere ich jetzt nicht aus. Eigentlich wollte ich ausprobieren, ob diese
diese Pfeile, die wir jetzt gerade ausgerüstet haben, ob die auch solche Flammendinger entzünden. Aber ich spar's mir mal erstmal auf. Vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine bessere Gelegenheit. Außerdem habe ich heute schon so oft nachgeladen, das will ich euch jetzt nicht antun. Ah. Ich trage zwar Leder, aber ich glaube kaum, dass ich als Blüte durchgehen würde. Ich muss mich reinschleichen. Wir haben euch erwartet, Sir. Dürfte ich eure Einladung sehen? Oh, die Einladung? Oh, natürlich. Ich hatte sie hier bei mir. Ich finde das blöde Ding nicht. Egal. Sir, tut mir leid, aber Madame Zhao Zhao besteht auf absolute Sicherheit. Kein Eintritt ohne Einladung. Tja, und das hättet ihr mir nicht vor meinem Ausflug in die Halbwelt sagen können? Spart euren Atem für den Rückweg, Sir. Das ist ja unerhört. Demütigend. Nach allem, was ich erdulden musste. Die Regeln dienen eurem Schutz, Sir. Wenn wir jeden Idioten reinlassen würden. Jeden Idioten? Hütet eure Zunge, Sir. Ich werde mich bei Madame beschweren. Manchmal ist Madame stundenlang verschwunden. Auf jeden Fall interessant. Die lassen den Typen einfach nicht rein, weil er keine persönliche Einladung hat, wie es aussieht. Was gibt's hier so? Ich weiß nicht, ob ich hier unten rumlaufen möchte, ehrlich gesagt. Sieht so offen aus. Das ist immer sehr gefährlich für uns. Ich dachte schon. Ich dachte, hier wäre irgendwas, aber... So, einmal Tür auf und schnell weg. Wer weiß... Außerdem, huch. Nein. Och Mann. Ach doch, geht noch. Weil ich wollte noch hier hoch, deswegen. Ich dachte schon, jetzt können wir hier nicht mehr hoch. Aber ist noch alles gut. Wir kommen hier noch nach oben. Ich wollte mir das hier nämlich mal in Ruhe ansehen. Was wir hier so Tolles haben. So, aha. Neue Karte. F1. Ah. So kommen wir also auch hier rein. Äußerst interessant. Und hier müssen wir uns wieder ein bisschen durchzwängen. Aber ich schätze mal, das kriegen wir hin. Ah, der berühmt-berüchtigte Balken, den drängen wir mal eben weg. So. Und dann schleichen wir uns mal vorwärts. So, immer schön in geduckter Posi. Wir wollen ja nicht entdeckt werden und so, ne? So, und jetzt? Wahrscheinlich hier nach oben. Oh, ich höre schon jemanden recht laut schnarchen. Eieiei, wo ist der denn? Muss ja unmittelbar hier sein. Eieiei, ich hoffe, der entdeckt uns nicht. Was, Inventar voll? Ich weiß gar nicht, können wir gerade was essen? Gut, dann nehmen wir nämlich das mit. Weil ich lasse bestimmt keine Nahrung hier liegen, das kannst du vergessen. Was ist aus dieser Stadt geworden? Ich sollte erst in Madames Gemächern suchen. Dabei könnte ich mir gleich die Taschen vollstopfen. Ich glaube, ich habe meinen Vetter gesehen. Ja, die stimmt, Maske ist natürlich eine echte Verbesserung. Oh, wie gemein. Erzählt mir von eurem Vetter. Ich weiß nicht, ob uns die Frauen hier auch... Ja. Also die Frauen nicht, aber wahrscheinlich Typen, die hier so sind. Also bleiben wir definitiv in den Schatten. Was gibt's denn hier alles zu klauen? Ihr seid zum ersten Mal hier. Wie schön. Was? So, woher weißt du das? Ich trage eine Maske. Ich habe nicht euer Gesicht angesehen, Sir. Wir wissen natürlich alle, was ihr angesehen habt. Nämlich die Ohren. Was auch sonst. Tja, ist ja wohl klar. Also, wenn du irgendwas anderes gedacht hast, dann, ich bitte dich. Hoffentlich ist das nicht so. Schwermut. Ah, gibt es hier auch was zum Taschenvollstopfen? Sieht das, ist das eine Geldbörse? Es scheint so. Irgendetwas stimmt nicht. Es ist eine Geldbörse. Juhu. Bisschen Geld schadet definitiv nie. So, und jetzt bedienen wir uns hier mal freundlich weiter. Da haben wir auch noch Geld.
Was haben wir hier noch? Nichts, okay. Sonst noch irgendwas Interessantes? So, oh. Wir haben auch noch eine Wache. Ist mir gerade ein bisschen zu riskant. Deswegen, okay, da kommen wir nicht durch. Also müssen wir erstmal schon mal hier lang. Ich frage mich, was das hier für eine Klingel ist. Vorsichtig. Ganz langsam reinzittern. Ich weiß nicht, ob der Typ pennt. Ich hoffe es einfach. Alter, ich hoffe, der Typ kommt uns nicht hinterher. Scheint sich nichts dabei zu denken. Wahrscheinlich geht er davon aus, es war nichts. Uiuiuiui. Wir agieren hier äußerst knapp, möchte ich mal gerade anmerken. So, ich speichere nochmal eben. 10 Meter in die Höhe müssen wir noch. Also es steht gar nicht fest, dass wir hier richtig sind, aber... Harte Zeiten. Uiuiuiui. Weg hier, weg hier. Der darf uns nicht entdecken. Dann ist es sofort aus, wenn er uns jetzt sieht. Sehe ich jetzt schon Dinge? Scheiße, scheiße. Unglaublich. Scheiße. Ich hab ihn verloren. Renn doch, du Depp. Renn. Hey, jetzt. Dieb. Stopp. Alter, wieso rennt er nicht? Ach so, weil er nicht mehr kann. Der arme Mensch. Rein hier. Ich hoffe, der hat uns... Die haben uns nicht gesehen. Alter, das war knapp. Das war sauknapp. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Alter, die müssen unbedingt hier weg, die Typen. Sonst sieht es ziemlich miese aus für uns. Wieso kommt ihr da bloß drauf? Okay, der Typ ist schon mal nicht mehr so stark alarmiert. Ah, da kommt noch einer die Treppe runter. So, dann könnten wir jetzt... Ich speichere nochmal eben. Ah, geht gerade nicht. Egal, wir gehen jetzt raus. So, und dann bewegen wir uns mal vorsichtig wieder hier nach oben. Schauen wir, ob wir denn nicht jetzt ein bisschen mehr finden. Oh, oh. Wieder ein Hintergrund, vorsichtig. Wollen nämlich nicht erkannt werden. Ich gehe jetzt einmal umher und... Ich habe zu viel gesagt. ...lösche hier ein bisschen was. Dieses Gesöff ist stark, was? Wieso trinken wir nicht noch einen Schluck? In meiner Villa in Aldale erstrahlt der Smog bei Sonnenaufgang in einem herrlichen Rot. Der Baron scheint wirklich viel von euch zu halten. Gucken, ob ich an denen so vorbeikomme. Ja, sehr gut. Und ein bisschen hier noch. Ich wünschte, sie würden niemanden an den Brücken hängen. Wo sind wir hier nur gelandet? Das schlägt mir aufs Gemüt. Ich könnte eurem kleinen Freund wieder Leben einhauchen. Und was würde der Spaß kosten? Das tut so, erstmal wieder dunkel machen. Was haben wir hier? Noch ein Aschenbecher. Einen guten alten Aschenbecher. Hier ist leider alles taghell. Ich kann es nicht weniger erleuchten, aber ich kann durchaus dafür sorgen, dass hier ein bisschen Verwirrung herrscht. Sehr gut, er läuft nach unten. Ist optimal für uns. So, wir gehen erstmal hier rein und warten die allgemeine Verwirrung ab. Obwohl, ganz ehrlich,
Wir sind 7 Meter vom Ziel entfernt. Da kann ich auch einfach mal eben schnell den hier machen. Tür leise, leise schließen. Und zack, sind wir kurz vorm Ziel. Ob hier noch Wachen sind? Nein. Vorne ist noch ein Typ. Ich mach trotzdem mal hier die Kerzen alle aus. Muss ja jetzt nicht sein. Ach, das ist gar kein Typ. Ist einfach nur so ein Dingen. Ein Koffer. So ein Koffer. So ein Wutständer. Kofferständer, so ein Quatsch. Oh, zack, das nehmen wir mit. Und hier nehmen wir auch mit, wenn hier was ist. Oh, leider leer. Okay. Ah, hier machen wir nochmal aus. Ist ja wohl klar. Die Öllampe würde ich eigentlich auch gerne ausmachen. Tresorregister, aha. Was kommt als nächstes? So, hier ist auch alles okay. Ich finde es schade, dass wir die Öllampen nicht ausmachen können. Das ist irgendwie ein bisschen doof. Aber nun gut, sei es drum. Schätze mal, wir kriegen es auch so hin. Sieht man ja, klappt eigentlich bis jetzt ganz gut. Mal nochmal gespeichert und dann machen wir uns mal ins Schloss hier. So, da haben wir den Punkt. Und nochmal, komm. Zack. Und zack. Mensch, das ging aber eigentlich schnell. So, können wir schon aufmachen. Wir müssten eigentlich natürlich immer spähen. Ein bisschen spähen auf Spanisch. Oder auf einer anderen Sprache. Aber können wir uns auch sparen. Ich denke, wir werden schon noch hier geht irgendwie so vor. Durchkommen. Ohne ich zu, muss diesen Geheimgang finden, den Zhao Zhao erwähnte. Er muss hier drin sein. Aha. Ein kleines Spannerloch, wie es aussieht. Ein Geheimgang. Okay, das dürfte kein Problem sein für uns. Oh, aber erstmal müssen wir hier die Truhe aufbrechen. Oh, Mist. So, da ist er. Und dann einmal nach... Nein, doch nicht spähen. Ich möchte da reingucken. Oh, ein goldener Spiegel. 28 Gold und 35 Gold in der Goldbörse. Geldbörse. Gold, Geld. Wo ist schon der Unterschied? Kann man die Klospülung ziehen? Ah, schade. Kann man leider nicht. Wäre ein ganz lustiges Gimmick gewesen. Aber nun gut. So, hier, Drahtschneider. Ist noch ein Safe. Okay. Ich frage mich nur, also, okay. Da wird der Geheimgang wohl sein. Dann, wenden wir uns mal dem tollen Safe zu. Ah, Moment. Huch, das wollte ich gar nicht. So, das ist schon besser. Erstmal Spiel speichern kurz. So. Ja. Und dann einmal auf F1, Dokumente, Kapitel 3. Madame Zaos Tage. Ah, nee. Das Haus der Blüten bestätigt hiermit, dass die Nutzung des Tresors. Also das Haus der Blüten bestätigt hiermit, dass der Klient Benedict Coyle die Nutzung des Tresors von Madame Xin Chao reserviert hat. Mr. Coyle hat die Depotpremiere bezahlt und die einzige Kopie der vorübergehenden Tresorkombination erhalten. Der Verlust der Kombination führt zur Einziehung aller darin verwahrten Besitztümer. Dieses Dokument bestätigt durch seine Unterschrift Benedict M. Coyle. Die merkwürdige Sockel, den ich in den Geheimgang gefunden habe, verwirrt mich nach wie vor. Anscheinend muss dort etwas eingesetzt werden, aber was? Und was bedeuten die geheimnisvollen Symbole an den Wänden? Ich bin ja wirklich belesen, aber mehr als die meisten, möchte ich meinen, aber so etwas habe ich noch nie gesehen. Und diese dummen kleinen Fisch Eastwick will ich nicht fragen. Er hat ohnehin schon zu viel gesehen. Wirklich, mein flüsternder Korridor entwickelt sich immer mehr zum Fluch. Ich habe manchmal das Gefühl, ich hätte ihn zumauern sollen. Aber ich weiß natürlich, dass das nur eine meiner albernen Launen ist. Egal, wie viele adlige Schweine der Stadt mit ihrem innersten Wünschen vorquieken, ich komme mit dem wahren Geheimnis des Hauses keinen Schritt näher. Doch eines Tages wird es mir gehören, und wenn ich mir dafür alle Wimpern für Wünsche herausreißen muss. Okay, gut, die Kombination konnten wir uns leider bis jetzt noch nicht krallen, aber die werden wir vielleicht noch mal irgendwie finden. So, wir suchen jetzt erstmal ganz in Ruhe nach den Schaltern. 2 Stück brauchen wir, wie man sieht. Na, die werden wohl unten alle angebracht sein. Da. Hier haben wir einen. Wahrscheinlich irgendwo anders noch. Eigentlich muss hier noch irgendwo ein Schalter sein. Na komm. Bestimmt oben.
Ich vielleicht übersehen? Ja, da ist er. Nicht gesehen, den Typen. Ach du Scheiße. Wie geil ist das denn bitte? Mal sehen, was in diesem Haus des Flüsterns versteckt ist. Ich suche das Bordell nach Hinweisen. Finde das geheimnisvolle Podest. Dafür machen wir natürlich jetzt erstmal fupp. So, alles aus. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt mal eine Aufnahmepause. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Timex. Tschüss.